Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Edain-Mod. So, wir bauen jetzt erstmal hier ein paar Flats. Und können ja eh nur drei von den Dingern bauen, von den Festungen. Das heißt, er muss erstmal hier eine Festung bauen. Wo sollen wir bauen? Ich bringe das Baumaterial. Das Baumaterial ist hier. Was sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. Wo sollen wir bauen? Ich habe irgendwie, dass ich die halbe Karte habe, oder dafür, dass ich die halbe Karte habe, habe ich trotzdem relativ wenig Rohstoffe eigentlich. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ich bringe das Baumaterial. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir haben noch viel zu tun. Baut dieses Land auf. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Ein vortrefflicher Bauplatz. Okay, gut, 6500 Rohstoffe. Ja, es geht schon ganz schön schnell nach oben jetzt, ne? Sind so viel, wir haben die Hälfte dieser kompletten Karte. Das ist schon ordentlich was. Bleibt wachsam, Elben. Unsere Stadt wird größer. Seid wachsam. Das Gebäude hat viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Ich bringe das Baumaterial. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Hier können wir auch noch einen Baum hinsetzen. Wo können wir noch einen Baum hinsetzen? Hier können wir einen Baum hinsetzen. Können wir hier uns das Gebäude noch holen? Ja, hier in der Mitte, oder? Nee, machen wir nicht. Sondern hier machen wir eins noch. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir haben noch viel zu tun. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ja, ja, nicht, dass sie dann halt irgendwie mal ankommen würden. Oder ankommen. Das wäre natürlich doof. Wir haben ein neues Gebäude. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. So, dann bauen wir das hier auf jeden Fall mal. Versuchen, so gut es geht, hier zuzubauen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Werkzeuge bereit. Unsere Stadt wird größer. Das Baumaterial ist hier. Das Baumaterial ist unterwegs. Ich bringe das Baumaterial. Ja, Baumaterial, Baumaterial hier, Baumaterial da. Ja, chill mal jetzt hier. Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen wachsam bleiben. Wir haben noch viel zu tun. Baut dieses Land auf. Baumaterial. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir haben noch viel zu tun. Ein vortrefflicher Bauplatz. Werkzeuge bereit. So, hier können wir mal noch einen Malornbaum hinbauen. Ja, Baumaterial, Baumaterial. Wie viel Baumaterial denn noch? Hier, einfach mal 13%. Scheiß drauf, hier. Hauptsache, es ist hier überhaupt ein bisschen was. Und hier haben wir doch sogar noch 30%. Das Gebäude fertiggestellt. Wo sollen wir bauen? Ein vortrefflicher Bauplatz. Werkzeuge bereit. Hat er die Festung nicht gebaut? Wir haben ein neues Gebäude. Oh ne, der hat die Festung gar nicht gebaut. Okay, warum nicht? Unsere Stadt wird größer. Das Baumaterial ist hier. Was sollen wir bauen? Ich bin bereit. Baut jetzt jemand hier die Festung? Bau mal die Festung jetzt. Wir haben ein neues Gebäude. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich habe bereits die maximale Anzahl dieser Einheiten erreicht, hä? Ich habe zwei Festungen, Mann! Bis zu drei darf man haben. Ich habe nur zwei. Hä, oder wo ist sie? Hä, habe ich eine hingesetzt noch hier? Nee, ne? Nee. Nee. Ich habe keine mehr. Oh. Das ist ja gemein. Na gut, dann müssen wir das hier oben mit Flats noch machen. Unsere Stadt wird größer. Wir haben noch viel zu tun. Bin schon unterwegs. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Baumaterial, Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen uns überall umsehen. Es gibt viel zu tun. Wir haben ein neues Gebäude. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Baumaterial ist so. Unterwegs. Ich bringe unsere das Baumaterial. Baumaterial, Baumaterial. Ja. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Bleibt bei mir. Ich hatte gerade nichts zu tun. Baumaterial ist unterwegs. So, wie gesagt, man muss halt bedenken, ich spiele halt jetzt gegen zwei. Na, und wenn ich jetzt hier einen Fehler noch mache, oder ich, ja, nicht so gut bin, dass ich beide gleichzeitig in Schach halte, oder ich, mich jetzt nicht genügend darauf vorbereite, dass wenn ich jetzt einen angreife, dass der zweite mich dann meinetwegen auch unten angreift, zum Beispiel.
Na, das können natürlich sein, ne? Und wir wissen jetzt hier nicht, wie die NPCs sich verhalten teilweise. Das war schon jetzt diesmal schon ganz komisch. Wir haben noch viel zu tun. Ja, von dem her müssen wir mal schauen. Baumaterial ist unterwegs. Ich bringe das Baumaterial. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Es gibt viel zu tun. Werkzeuge bereit. Baut dieses Land auf. Ich hatte gerade nichts zu tun. Es gibt viel zu tun. Wo sollen wir bauen? Ein vortrefflicher Bauplatz. Okay, ich denke, es dürfte auch so langsam aber sicher auch vielleicht reichen. Wir haben dieses Land auf. Ich bringe das Baumaterial. Ein vortrefflicher Bauplatz. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wo sollen wir bauen? Werkzeuge bereit. Das Gebäude ist der ist hier unten, okay. Unsere Stadt wird größer. Wir haben noch viel zu tun. Bin schon das Gebäude ist fertig. Werkzeuge bereit. Der ist auch hier unten noch. Es wird Zeit, etwas wir zu bauen. Das Gebäude weiß nicht, bis wohin die halt hier irgendwie was gebaut haben. Oder die hier irgendwas bauen. Das ist natürlich die Frage. Dann können wir schon mal ein Stück weit mit unserer Armee schon mal weitergehen. Ich schätze fast, dass die, wenn überhaupt, sich hier in diesem Gebiet irgendwie... Es gibt gewiss einen besseren Ort. Das Gebäude ist fertig. Wir haben das Gebäude fertig. Bin schon unterwegs. Wir sehen den Feind. Okay. Das ist der feindliche Stützpunkt. Da kommt der Feind. Okay, das sind Zwerge, sind das? Macht es dem Erdbogen gleich. Wir müssen wachsam bleiben. Gut, die werden sowieso genügend Rohstoffe haben. Rohstoffe ohne Ende. Ja, ich sage ja, hier unten. Wird's gerade ganz lustig dann. Ja. Wir können ja nicht mal eine Festung aufziehen dort. Ja, sollen sie ruhig angreifen. Das ist mir egal. Unsere Stadt wird größer. Das Gebäude ist fertig. Das Problem ist, wir haben keine Festungen. Das heißt, wir können auch leider nicht Einheiten schnell transportieren. Das heißt, wir kommen nicht schnell genug über die gesamte Karte. Das ist ein sehr großes Problem, glaube ich. Hier ist alles. Ja, greifen natürlich jetzt hier an, ne, aber es ist schwierig. Es wird halt wirklich echt schwierig. Ich glaube, ich bin wirklich zum ersten Mal im E-Dein-Mod am Überlegen, ob wir das gewinnen können. Wir haben schon ein paar Mal verloren, ne? Das ist klar, aber ich weiß nicht. Also verlieren werden wir es, würden wir es wahrscheinlich nicht, aber. Aber wahrscheinlich auch nicht wirklich gewinnen. Bringt sie aus dem Gleichgewicht.
Wir machen nicht zu wenig Schaden auf die Gebäude. Die Ents sind zu langsam. Allgemein sind unsere Einheiten viel zu langsam unterwegs. Hier unten haben wir eine Festung, ne? Gut, so. Da können wir vielleicht ein bisschen was damit reißen. Okay. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir da noch irgendwie was reißen. Ah, keine Rohstoffe mehr. Oh. Da fängt es ja natürlich dann auch schon wieder an. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was zerstört. Kommen wir aber trotzdem hier nicht weiter, ne? Ja. Also, wir haben die halbe Karte und haben keine Rohstoffe. Na gut, wir haben natürlich auch viel gebaut jetzt hier, ne? Aber so, dann schauen wir mal, wie das hier sich verhält. Eieieiei. Wir sind die Schwerter Loriens. Schützt dieses Gebiet. Baumaterial. Wir haben noch viel zu tun. Lorien schickt seine Bögen. Beschützt den Baumeister. Werkzeuge bereit. Bereit. Wir müssen ihn standhalten. Haltet nach dem Feind Ausschau. Bleibt wachsam. Und die rennen einfach durch. Ja, ist ja okay. Rennt durch. Ja, geil. Das macht er gut. Haltet nach dem Feind Ausschau. Hinterlasst keine Spuren. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Bogenschützen Loriens. Haltet nach dem Feind Ausschau. Beeilt euch. Bleibt wachsam, Elben. Macht euch bereit, Elben. Beeilt euch. So, was ich mich halt trotzdem ein Stück weit frage, ist, wieso wir halt keine Rohstoffe haben. So, was haben wir denn noch hier rumstehen? Hier ist nichts mehr. Ich meine, wir haben ja wirklich die gesamte Karte jetzt zugeballert mit irgendwas. Klar, wir haben jetzt auch die ganzen Verteidigungsgebäude gebaut, ne? Aber es muss eigentlich trotzdem relativ schnell eigentlich. Na gut, aber die. Okay, gut. Die neuen Rohstoffgebäude bringen auch erst nach einer Weile erst ihr Geld. Das muss man natürlich auch mit bedenken. Haltet nach dem Feind Ausschau. Haltet nach dem Feind Ausschau. Elbenkrieger. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wir müssen die Wälder schützen. Hier ist auch schon wieder nicht genügend Geld da dafür. Okay, unsere Armee ist wieder vollzählig. Hat natürlich seine Zeit gedauert. Okay, wir probieren es halt einfach nochmal. Ne? Wir können sowieso nichts anderes machen, außer probieren. Probieren geht über studieren. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir mal vielleicht gleich die Festung halt angreifen würden. Ne? Wenn wir halt gleich die Festung angreifen würden, das wäre vielleicht. Okay, auf jeden Fall. Es ist schon mal etwas einfacher hier. Aber es sieht trotzdem nicht danach aus, als ob wir das irgendwie hinbekommen würden. Ah Mist, das war der falsche Skill. Das macht irgendwie, hat irgendwie auch gar keinen Effekt bei denen, ne? Oder auf die. Okay. Oh, das gibt's doch nicht. Och, Menno. Das ist doch unglaublich hier. Keine Rohstoffe. Das kommt auch noch mit dazu. Ja, ich glaube, wir können das wirklich nur mit Ents gewinnen. Na, ihr seht ja, es ist. Das habe ich noch nicht erlebt hier im Edain-Mod, ne? Das ist eine Schlacht, ist das ohne Ende. Und,
Sollte eigentlich nur eine kurze Aufnahme werden, muss ich sagen. Also, unglaublich. Unglaublich. Das ist so krass. Das war jetzt wirklich alles, was wir hatten. Wir haben einfach nicht mehr. Ach ja. Wir haben jetzt insgesamt 5 Ents. Ja? Ich denke, mit 5 Ents dürfte es vielleicht funktionieren sogar. Die brauchen eigentlich auch nicht viel. Ich kann ja mal schauen, dass ich mir vielleicht... Die kosten nicht viel für einen Kommandeurspunkt, ja? Ich mir hier vielleicht noch so ein Enting baue. Aber die kosten halt viel in der Anschaffung, ja? Okay, gut, wie gesagt, ich schaue nochmal, dass wir in der nächsten Folge das irgendwie jetzt hier hinbekommen, dass wir da zumindest einen von beiden erstmal ausgeschaltet bekommen und dann sehen wir weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!